von Bad Harzburg über den Eckerstausee auf den Brocken. Und über den Eckersprung zurück. Ich werde die Strecke hier anhand der Karte etwas länger erklären, um später nicht mehr für die Kartenansichten unterbrechen zu müssen. Wer gleich die Landschaft sehen will, sollte vorspulen. Die Tour startet am Großparkplatz Bad Harzburg und führt zunächst zum Molkenhaus hinauf. Der dann folgende Abschnitt zur Staumauer ist weniger spektakulär, aber erforderlich. Am Stausee entlang geht es zur Rangerstation Scharfenstein. Über einen Militärweg aus DDR-Zeiten geht es dann zum Brocken hoch. Etwa gut 500 Höhenmeter am Stück. Abwärts geht es dann über den Goetheweg. Hier sieht man mit Sicherheit einmal die Brockenbahn. Das Highlight der Wanderung ist sicherlich die dann folgende Wegstrecke, den Eckersprung hinab. Es folgt eine Passage an und oberhalb der Ecker. Malerisch und einfach zu gehen zieht sich der Weg dann am Westufer des Eckerstausees entlang. Der Abstieg zum Parkplatz führt zunächst zwar über eine Teerstraße, hat dann aber doch noch ein schönes Wandererlebnis zu bieten. Ist schon fast ein wenig schweißtreibend. Hier geht's jetzt ab. Früher war dieser Weg über die Ettersklippe ein absoluter Geheimtipp, ganz zugewachsen und noch nicht mal ein Schild. Mittlerweile ist er wohl der meistbenutzte Weg. So, es ist 21:45 Uhr. Die ersten Meter sind gegangen. Vielleicht auch schon die ersten 100 Höhenmeter. Der Weg zieht sich jetzt etwas flacher dahin, angenehmer zu gehen, aber mindestens genauso schön anzuschauen. So, dieser Abschnitt hier bleibt auch in Erinnerung. Hier ist es jetzt schön flach zu gehen. Hier zweigt der Braunschweiger Weg ab. Der führt unten am Eckerbach entlang. So, hier geht's ein paar Meter aufwärts. Offene Landschaft. Hier sind wir an der Luisenbank. Großartig Brocken View ist das ja jetzt hier auch nicht.
der Weg hier hat irgendwie mit diesem Bretterzaun einfach verloren. Überschreitungen hier auf dem steinigen Weg waren mit die schönsten Stellen. Ne? Hier schon einen recht eigentümlichen Eindruck. Dadurch, dass das hier einige Jahre durch drüber gefallene Bäume nicht begehbar war, ist es richtig schön zugewachsen. Die nächsten 4 Kilometer zieht sich das jetzt hier so hoch. Ja, hier rechts ist eine Bank. Da sitzen aber schon ein paar. Wir sind jetzt auf 750 Höhenmetern. Sind also noch 400 Höhenmeter zu machen. Es geht hier weiter auf dem Heinrich-Heine-Weg. We'll be right back.
erwartet. Hier noch alles so vollgeschissen ist oder dass hier ein normaler Wanderweg geworden ist. War als erwartet. Hier ist einfach genial. Da wird sich jeder Schotte drüber freuen. Thank you.
Otto würde sich über diesen Weg freuen. Da fehlen nur noch die Mitches und die Shitflies. Hallo Leute, hier ist jetzt ein wirklich angepisster Elbato. Mal ganz in eigener Sache. Ihr hättet hier jetzt eigentlich von Adi Son Run with the Wolves gehört als Hintergrundmusik. Obwohl ich dieses Ding für hunderte von Euro zusammen mit anderen Songs zur Verwendung in YouTube bei Audio gekauft habe, wurde mir das zweimal als Urheberrechtsverletzung in einem Video angezeigt. Genauer gesagt in dem Vorgängervideo von dem hier, was bis auf die Musik komplett identisch war. Ich habe beim zweiten Versuch vor dem Hochladen extra die Lizenz nochmal neu erzeugt und trotzdem wurde das Ganze wieder auf Urheberrechtsverletzung gesetzt. Deswegen fliegt das bei mir hier jetzt ganz raus und ihr hört hier so ein anderes Musikstück. Das, was vorher zu hören war. So what? Auf dem Tacho.
Zorn schlug diesen Weg hier in den Fels hinein. Wieder mal ein unversperrter Blick auf den See. Wir biegen jetzt hier den Pionierweg ein. Den bin ich vor über 20 Jahren das erste Mal gegangen. Aber hier ist es wirklich wunderschön, direkt am See. So viel zum Thema. Thank you.
wieder vorbei an der Luisenbank. Also Luisenbank heißt ja eigentlich nur die Bank davor. Das Schutzhaus ist kein Bankgebäude. Und etliche Wegpassagen, die jetzt auch nicht ganz so einfach zu gehen waren. Nun, der Äckersprung runter zum Beispiel. Da kommt die Sonne nochmal raus. Idyllischen Weg hier mal auf Chip zu bauen. In diesem schönen idyllischen Wald ändert sich der Charakter des Hildes. Die versprochenen Tipps zur Tour. Eine Einkehr ist möglich beim Molkenhaus, bei der Rangerstation Scharfenstein und am Brocken. Zu beachten ist hier, dass das Molkenhaus meist erst ab 11 Uhr auf hat und im Winter oft geschlossen ist. Auch das Brockengasthaus hat nach 16 Uhr meistens geschlossen. Als Abänderungen der Route bietet sich Folgendes an. Nach dem Molkenhaus kann man den Braunschweiger Weg nehmen bis zum Stausee. Der Abschnitt ist dadurch etwas schöner, aber auch 10 Minuten länger. Wenn man nicht mehr so viel Puste hat, kann man nach der Rangerstation Scharfenstein einfach nur noch um den Stausee gehen. Dann landet man bei etwa 18 Kilometern Tourlänge. Merkt man oben auf dem Brocken, dass man nicht mehr so viel weiter gehen möchte, dann kann man von dort aus nach Oderbrück gehen. Von dort aus fährt stündlich ein Bus hinunter nach Bad Harzburg. In Oderbrück gibt es auch ein Gasthaus. Einfach mal bei Google Maps gucken. Man landet dann bei etwa 20 Kilometern Tourlänge. Zuletzt kann man vom Parkplatz des Steinbruchs aus starten. Das geht allerdings nur Sonn- und Feiertags, weil es nur da erlaubt ist. Die Tourlänge ist dann etwa 25 Kilometer.